von mir. Heute habe ich wieder ein ganz schnelles Backrezept zu einer leckeren Torte bzw. einem Kuchen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuerst fangen wir mal mit den Zutaten an und dafür benötigt ihr einen fertigen Tortenboden. In dem Fall habe ich einen Obstboden genommen. Dann braucht ihr 2x 200 ml Schlagsahne, 2 Dosen fertige Mandarinchen und 2 Tüten Paradiescreme und außerdem zum Vermischen eine Dose zum Verschließen. Zur Vorbereitung des Kuchens nehmt ihr euch als erstes einen großen Teller und legt den Tortenboden auf den Teller drauf. Und dann geht's auch schon zum Vermischen der Creme. Als erstes habe ich die Schlagsahne in die Dose geschüttelt und anschließend mit den Mandarinen weitergemacht. Da habe ich auch das Wasser von den Mandarinen mit reingeschüttet, damit es nochmal ein bisschen mehr Flüssigkeit bekommt. Anschließend habe ich erstmal eine Packung von der Paradiescreme benutzt, um zu schauen, wie die Konsistenz dazu wird. Und hinterher habe ich dann gemerkt, dass es zu flüssig ist und habe dann nochmal die zweite Packung komplett mit reingemacht. Wenn dann alle Zutaten in der Schüssel sind, kommt der Deckel drauf. Der muss gut verschließbar sein, sonst habt ihr nachher eine große Sauerei. Verschließt ihn also gut und dann geht's ans Schütteln. Und das kann wenige Minuten dauern, bis die Zutaten wirklich komplett verbunden sind und es eine schöne cremige Konsistenz wird. Wenn die gewünschte Konsistenz nun erreicht ist, kann man die Creme nun auf dem Tortenboden verteilen. Zum Schluss kommt der fertige Kuchen für 1 bis 2 Stunden zum Kühlen und Festigen in den Kühlschrank. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies gerne kostenlos tun. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!